So, willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Ich räume jetzt erstmal meinen Inventar leer und dann versuche ich mich mal auszurüsten, damit wir den Typ unten endlich mal platt machen können und den Keller als Lagerraum nutzen. Ich meine, das könnten wir jetzt theoretisch auch schon machen, aber ich möchte eigentlich nicht, dass da einer rumguckt. Achso, wieso hatte ich ja noch keine Customs? Genau, eine Schaufel wollte ich mir noch machen, kann ich auch nochmal gebrauchen. Theoretisch könnten wir uns auch eine aus Dings machen, vielleicht machen wir das auch gerade nochmal. Haben ja Zeit. So. Ich meine, auch Material müssten wir noch genug haben dafür. Hätte ich mir auch direkt wieder Redstone und das ganze Zeug mitnehmen können. Die Schaufel braucht ein bisschen weniger Material, die braucht einen Ingot für den Schaufelkopf. Und dann nochmal ein Ingot für, ne, für den Stiel eben. Also mehr brauchen wir dann auch nicht. So, dann brauchen wir auch wieder 8 Moosstämme noch. Das Obsidian schleppe ich auch schon ewig mit mir rum. Das packe ich auch in die Kiste. Achso, und das Brot nehme ich schon mal mit. Das müsste mittlerweile zumindest ein Teil durchgelaufen sein. So. Nee, Brot. So, was haben wir denn da noch? 4 wollten alle mal das unterreichen. Wir haben aber keine Form für Schaufel. Wie war das denn jetzt? Also für den Schaufelkopf fehlt uns die Form. So, ist jetzt nicht gebraucht. Da haben wir es. Dann. Achso, genau, da brauchen wir wieder Gold für. Das ist natürlich doof. Achso, und die erstmal bauen. Ich mache das auch nicht so oft, deswegen wirkt das jetzt alles ziemlich chaotisch. Und nicht wundern. So, packen wir da rein. Das sind 4 Ingots. Dann. Wie sieht die Nummer aus? Vier waren das ja. Das ist nicht so viel. So, ich hoffe, ein Ingot reicht für das Pattern. Ich glaube, das schon. Probieren wir es mal. Okay, reicht nicht. Genau, das Obsidian wollte ich. Nein, das ist kein Obsidian, das ist Obsidian. Ich will die Kiste packen. Weißes Chocobo? Also, weißes Chocobo. Wenn das ausgewachsen ist, können wir dem auch schon mal einen Sattel anziehen und mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Weil das an sich ist auch schon recht schnell. Es kann halt nicht fliegen, aber es hat Federfall, dass man, wenn man irgendwo runterfällt, keinen Schaden nimmt. Was sehr praktisch ist. Und es ist halt auch schon wesentlich schneller als man alleine. So, das brauche ich doch eigentlich nicht. Das auch nicht. Und wo ist jetzt. Achso, das liegt noch da. Okay, das dauert ein bisschen. Dann können wir schon mal die Moossteine holen. Wir brauchen ja noch 7. Ich glaube, da waren auch noch so viele. Nein, die probieren wir jetzt noch nicht an den Müll raus. Das machen wir dann unten. Wie kann es denn jetzt schon wieder dunkel werden? Wir waren doch eben erst schlafen, oder? Naja, egal. Also, dann gießen wir uns jetzt mit dem Schaufelkopf. Und wir brauchen noch den Stiel. Das heißt, wir können es jetzt eh noch nicht machen, dann gehen wir erstmal schlafen. Ich
so verpeilt. Also im Moment irgendwie, ich weiß nicht. Also jetzt generell für die Aufnahmen, nicht nur jetzt im Moment. Sobald ich auf Aufnahme drücke. So, Sonne untergehen auf. Theoretisch könnten wir uns natürlich auch ein Schwert aus dem Zeug machen. Es gibt auch Modifikationen, mit denen man Schärfe und sowas erhöhen kann. Aber ich denke, wir werden relativ schnell ein besseres finden, da lohnt sich das eigentlich nicht. So, Schaffelkopf haben wir da schon mal. Und dann noch den Stiel. Ach, nicht schon wieder, das passiert mir auch unheimlich oft. Schaufeln. Ja, Schaufeln. Ach, egal. So. Einmal den Wand. Einmal Moos. Und dann kann man noch Blöcke draus machen. Das ist so die Standard, das Standard, was ich eben mache mit dem Zeug. Es müsste eigentlich auch einen besseren Weg geben, um das zu machen, aber da habe ich irgendwie noch keinen gefunden. Gut, dann haben wir noch andere Zeug. Da ist jetzt aber auch, glaube ich, noch ein Rest drin, ne? Ein Chunk. Damit können wir jetzt leider so nichts machen. Was wollte ich machen? Achso, in den Keller gehen, ne? Gut, dann machen wir das doch gerade mal. Es ist hier wieder Viehzeug gespawnt, gespawnt oder was? Gespawnt. Enderman, Zombie. Oh Gott, bin ich jetzt erschrocken. Creeper. Ist mir auch egal. Ich wollte hier nur gerade mal ein bisschen ausleuchten, dass er nicht so viele Viehzeugs baut. Kann ich hier in Ruhe erstmal das Zeug befreuen und ausrichten. In unserem Lagerraum soll es natürlich keine Zombies geben, ne? Dann habe ich eins weiter zu machen. Okay. Also, wir haben Spinnen, wir haben Skelett. Wir wissen, ach, dass der da noch irgendwo ist. Oh, und er hat uns gesehen. Autsch. Ich muss ihn jetzt auch nicht 1:1 bekämpfen, also so stolz bin ich da nicht. Wegen mir kann ich das auch ganz dumm irgendwie erglitschen oder sowas. Das ist mir auch vollkommen wurscht. Oh, das ist Zombie. Gucken, was passiert. Wurde effekt ich unsichtbar machen. Den Buch. Was denn? Den Bogen ausrüsten. Vielleicht ist das ein bisschen.
momentan halt muss man ganz gut vom Leben her. Und ja auch. Ach Gott, was ist denn mit dem los? Oh, wir sind gut. Okay. Verdammt. Jetzt habe ich irgendwie nicht mehr aufs Leben geachtet. Das war jetzt nicht so gut. Okay, vielleicht reicht unsere Ausrüstung dann noch nicht, um den Platz zu machen. Nur schon an so einem dummen Boss zu mir hängen, wobei die Orangen sind halt schon nochmal extra hart. Und jetzt hat er meine Ausrüstung. Das ist super. Holen wir uns mal die Spitzhacke. Das ist zwar irgendwo Verschwendung, aber dürfte damit auf jeden Fall nochmal schneller gehen. Oh, Mann! Nein, ich reg mich nicht auf. Das hat er auch nur hingekriegt, weil er mein Schwert hatte. Oh, jetzt hat er auch noch meine Schuhe. Das ist aber schön für ihn. Ich habe ja echt Glück, dass... von sonst kann ich ja nicht kommen bis jetzt. So. Okay. Schnell wieder anzünden. Schwert. Grabstein nehmen wir mit. Beide. Ach Gott. Das war jetzt wirklich beeindruckend, also. Machen wir gerade mal zu zur Sicherheit. Doch, doch, das war nett. Okay. Fackeln. Dann können wir kurz sortieren. Okay. Huch, wo sind denn die Steaks her? Zombie, wo ist der hin? Gut, wir sind zwar zweimal gestorben, aber haben dafür ein bisschen Raum gut gemacht. Das ist doch schon mal ganz nett. Ich wusste auch nicht, dass es noch so groß ist hier unten. Ich wüsste wirklich gern, wo der Boss-Zombie hin ist. Doch im Boden. Fragen über Fragen. Ist das mal Patronensau oder sonst? Das sieht nach einer Creeper-Explosion aus. Wow. Lauf, lauf, lauf. So. Das ist eigentlich voll unfair, dass er mich durch den. Durch das Skelett durchtrifft. Hat er jetzt eigentlich sein volles Leben? Ich glaube schon. Naja, wäre auch so ein bisschen unfair, wenn er sich heilen würde. Nicht heilen würde, so. Hat er jetzt ewig Zeit gehabt. Oder heilt er sich etwa, zieht er mir irgendwie Leben ab? Das wäre ja mies. Also ich weiß im Ernst nicht, wie wir den Tod kriegen sollen. Wir machen jetzt so wenig Schaden. Dann macht der noch ganz gut Schaden und beschwört seine Skelette und Kies und was weiß ich. Ich meine, gut ist mit dem... Die Schüsse kriegen wir mittlerweile ganz gut. Aber das, ich glaube, das macht keinen Sinn im Moment. Oh,
Na gut, aber wir haben jetzt zumindest noch ein bisschen mehr Raum freigespielt und können eigentlich schon mal die ersten, ja, zwei Räume als Lagerraum einrichten. So hier der und hier der, das reicht erstmal. Ärgert mich jetzt auch schon so ein bisschen. Aber das ist bestimmt ein ganz besonderer Boss, den habe ich mir vorher noch nicht gesehen. Es gibt immer mal so, die heißen Necromancer, die können im Prinzip auch Tote zum Leben erwecken und sind ziemlich stark. Aber das ist ja nochmal was anderes, der Typ heißt ja Lich. Das ist bestimmt irgendwas Besonderes. Jetzt hab ich gerade die Katze erschreckt. Also meine Katze, nicht hier in der Kraft. So. Gut, es gibt auch schon mal einen schönen Lagerraum. Es gibt einen Lagerraum. Es gibt noch nicht genug Knöpfe irgendwie. Es ist gerade wieder Nacht. So, die Chocolate. Ein Zombie-Kopf. Von denen haben wir erst drei. Gut, ich habe schon vor, die Grabsteine immer mitzunehmen, wenn wir sterben. Und damit ich sehen kann, wie oft ich dann schon so gestorben bin. Normalerweise sollte das ja nicht so oft sein, aber irgendwie. Ja, läuft das gerade anders. Sind vier Spitzhacken dabei. Ja gut, dann lassen wir das mit dem Lich nochmal und bauen uns in der nächsten Folge das Gehege für die Kühe, die wir uns dann holen werden. Und ich hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss!